So, 3, 2, 1, willkommen bei einem neuen Spiel, und zwar Stardew Valley. Das spiele ich eigentlich nur aus Ersatz, weil ich bei Harvest Life aktuell nicht weiterkomme und da gerade nicht weiß, was ich noch so machen kann. Deshalb starten wir hier mal neu. Ah, Gott. Suchen wir uns mal einen schönen Charakter raus. Haare. Hopp. So. Schicke Haare, ein Hemd. Ein Bart. Komm, wir nehmen den Bart. Wir mögen Katzen. Wir heißen Neo. Mag gerne Funken. So. Und der Hofname... Pop, 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 pop. Das ist der Erdbeerhof. Erdbeerhof. Augenfarbe wollen wir. Blaue Augen. So, ein bisschen heller. So. Hautfarbe. Haarfarbe. Blaue Haare. Rote Haare. Obwohl, hier drüben ist ja rot. Hopp. So. Schickes Rot, noch ein bisschen heller. Hosenfarbe. Was haben wir denn für Hosen an? Komm. Schotzhosen. Ach, Blue Jeans. Das passt. Was kann man hier raussuchen? Standardhof. Flussbetthof. Über mehrere kleine Inseln. Verteilt. Fische sind häufiger als üblich vertreten. Wald. Findest du Schätze in den Wäldern direkt vor der Haustür? In der Nacht kommen Monster. Bergbau. Komm, wir nehmen einen Wald. So. Und so beginnt es. Der Weihnachtsmann schläft. Und für meinen ganz besonderen Enkel, ich möchte, dass du diesen versiegelten Umschlag bekommst. Ich bekomme den Umschlag, yay! Da freue ich mich aber. Nein, nein, öffne ihn noch nicht. Hab Geduld. Jetzt hör mir zu. Ich bin doch gar nicht da. Der Tag wird kommen, an dem du dich von der Last des modernen Lebens erdrückt fühlen wirst. Und deine Seele wird von der wachsenden Leere eingenommen. Ah, scheiße, meine Stimme. Wenn das passiert, mein Junge, ich denke, ich bin dein Enkel, wirst du bereit für dieses Geschenk sein. Ist Opa am Sterben? Beliebige, einige Jahre später. Arbeite ich hier? Jo, ja. Das bin ich nicht, das bin ich nicht, das bin ich nicht. Hier ist niemand. Hier ist ein Cowboy. Der arbeitet auch ein bisschen. Oh, und ich bin am Schlafen, oder was? Habe ich die Augen zu? Oh nein. Oh. Ich kippe um. Oh, Schweiß. Nein, das waren Tränen. Ich bin kaputt. Der Umschlag. Kann man noch was anderes machen hier? Nein. Lieber Neo, wenn du das hier liest, dann wirst du eine Veränderung bitter nötig haben.
Das gleiche ist mir auch vor Jahren, vor langer Zeit passiert. Ich habe vergessen, was im Leben wirklich wichtig ist, nämlich Verbundenheit mit anderen Menschen und der Natur. Also habe ich alles aufgegeben und bin an den Ort gegangen, an den ich wirklich gehöre. Ich habe den Vertrag zu jenem Ort beigelegt, mein ganzer Stolz. Erdbeerhof. Er liegt im Sternentautal an der südlichen Küste. Er ist der perfekte Ort, um mit deinem neuen Leben zu beginnen. Das war mein kostbarstes Geschenk und jetzt gehört es dir. Opi ist wohl wirklich tot, oh Gott. Ich bin mir sicher, du wirst den Familiennamen ehren, mein Junge. Viel Glück. In Liebe, Opa. PS, wenn Louis noch lebt, sag dem alten Kerl Hallo von mir, ja? Na gut. Also, Opi ist tot. Und wir ziehen auf den Erdbeerhof. Brumm, brumm. Wir kommen mit dem Bus. Nö. Zisch, brumm. Hallo. Du musst Neo sein. Robin. Okay. Ich bin Robin, die hiesige Schreinerin. Was? Du machst in Holz. Bürgermeister Louis hat mich geschickt, um dir den Weg zu deinem neuen Zuhause zu zeigen. Er ist gerade dort und räumt ein wenig für deine Ankunft auf. Der Bus fährt jetzt weg, oder? Der Hof ist dort drüben. Folge mir einfach. Alles klar, Robin. Also sieht doch ganz hübsch aus. Bisschen ungepflegt vielleicht, aber... Das ist Erdbeerhof. Dein Hof. Geil! Schon wieder Tränen. Oh. Was ist los? Klar, es ist ein wenig verwildert, aber unter den Durcheinander befindet sich guter Boden. Mit ein wenig Fleiß hast du hier im Nu Ordnung geschaffen. Ah, Robin, vielleicht hilfst du mir ein bisschen. Und hier sind wir, dein neues Zuhause. Sieht auch nicht gerade groß aus, oder? Oh, ist das der Bürgermeister? Ah, unser Neuankömmling. Willkommen, ich bin Louis, Bürgermeister der Stadt Pelikan. Jeder hat schon nach dir gefragt. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass jemand Neues einzieht. Das ist ein ziemlich großes Ereignis. Also, du ziehst in die alte Hütte deines Großvaters ein? So alt sieht er gar nicht aus hier, der Louis. Es ist ein gutes Haus, sehr rustikal. Ah ja, bisschen klein. Rustikal, so kann man vielleicht auch sagen. Ach Robin, mach dich nicht lustig, schäbig wäre ein wenig passender. Wie unhöflich. Hör nicht auf sie, Neo. Sie will dich nur beeinflussen, damit du ein paar ihrer Verbesserungen fürs Haus kaufst. Ach so, weil sie Schreinerin ist. Ja. Jedenfalls bist du sicher müde von deiner langen Reise. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gefahren bin.
Du solltest dich ein wenig ausruhen. Morgen erkundest du dann am besten ein wenig die Stadt und stellst dich den anderen vor. Das wissen sie sicher zu schätzen. Na gut. Oh, fast vergessen. Falls du irgendwas zu verkaufen hast, lege es einfach in die Box. Ja, ich komme dann in der Nacht vorbei. In der Nacht. Und nehme es mit. Nun, viel Glück. Okay, er kommt in der Nacht und macht die Kiste hier leer. Krass. Wenn er sonst Langeweile hat. Dein Fortschritt wurde gespeichert. So, bewegen. Wir wollen ja mit der Tastatur spielen. Okay. Pastinackensamen. Du hast 15 Samen für Pastinacken erhalten. Hier eine Kleinigkeit, um dir den Start zu erleichtern. Bürgermeister Louis. War der jetzt in der Nacht hier und hat mir das gefragt? Alles klar. Gehen wir mal raus. Was haben wir hier? Axt, Hacke, Gießkanne, Spitzhacke, Sense, Pastinackensamen. Okay, nehmen wir erstmal die Sense. Zack. Das ist in Ordnung machen hier. Oh, wir haben einen kleinen Teich. So. Wollen wir die Pastinaken gleich mal einpflanzen? Spitzhacke. Machen wir die Steine hier noch weg. So, Holz. Hätten wir eine Axt. Hacke. Eins. Oh. Zwei. Drei. Vier, fünf. Eins. Zwei. Na komm. Stell dich doch mal nicht an. So, 15 Pastinackensamen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, na. Achso, habe ich schon. 2, 1, 2, 3. Gießkanne. Nein. Zack. So. Schön Wasser drauf. Lecker Pastinaken. Gut. Hätten wir das erledigt. Gehen wir ans Wasser hier. Gießkanne ist voll. In der Stadt, oder? Hilfkasten, ist hier irgendwas? Nein. Ich tue mal ein Holz, ein Stein, gemischte Saat, Fasern rein. So. Okay. Sehe ich jetzt was? Was hier drin ist? Nein, sehe ich nicht. Gut, schauen wir mal in die Stadt. Was ist denn das Hofbuch? Erste Schritte. Baue eine Pastinacke an und ernte sie. Wenn du ein Bauer werden willst, musst du die Grundlagen anfangen. Benutze deine Hacke, um
Um Feld zu bestellen, benutze dann die Saat auf der Erde. Anpflanzen, bewässere jeden Tag. Okay, jeden Tag. Sag hallo. Es wäre eine nette Geste, dich jeden in der Stadt vorzustellen. Manche Leute sind eventuell etwas zurückhaltender, wenn es darum geht, einen neuen Einwohner zu begrüßen. Und schauen wir mal hin. Bushaltestelle nach oben. Und Pelikan. Oh, der Bus steht noch da. Ich kann abhauen, jederzeit. So, hopp, hopp, hopp. Ach, da könnten wir eigentlich mal unser Menü angucken. Inventar. Okay, Ringe, ein Hut, eine Mütze, Geldmittel, 500. Läuft die Zeit eigentlich weiter, wenn ich im Inventar bin? Muss ich mal aufpassen. Fähigkeiten, Hofarbeit, 0. Minenarbeit, Sammeln, 0. Fischen, 0. Kampf, 0. Soziales. Was ist das? Ich krieg ein Geschenk. Ich kann ein Geschenk geben. Okay, die Karte. Wir sind hier. Bushaltestelle. Erdbeerhof. Das ist alles mein Hof. Der sieht ja riesig aus. Okay, und das ist der Wald hier gleich dran. Sieht aus wie ein Schwimmbad. Ah, Turm des Zauberers. Abwasserrohr. Bruchbude. Einsamer Stein. Angelbedarf. Geöffnet von 9 bis 17. Elliots Hütte. Oh ja, weiß ich ja, wo wohnt. Wenn ich noch nirgendwo war. Pierres Gemischtwarenladen. Zu Hause von Pierre, Caroline und Abigail. Geöffnet von 9 bis 17. Weidengasse 2, Weidengasse 1. Haus des Bürgermeisters, Bodenwagen. Gemeinschaftszentrum. Bushaltestelle. Schreinerladen. Zu Hause von Robin, Demetrius, Sebastian. Oh, hier wohnen aber viele. Unbekannt. Ein Zelt. Joja-Markt. Schmied. Haus des Bürgermeisters. Minen. Na gut. Okay. Wie geht's weiter? Herstellung. Ich kann was herstellen. Holzpfad. Schotterpfad. Pflastersteinpfad. Naturholz. Achso, Zutaten. Ein Holz. Fackel, Holz und Harz. Kiste, 50 Holz. Oh, Kiste ist gut. Ich glaube, mein Inventar ist ja echt ein bisschen klein. Tor, Holzzaun. Sammlung. Okay. Verschickte Gegenstände. Ich glaube, das ist alles, was ich ernten kann. Artefakte. Mineralien. Kochen, Erfolge. Au, hier kann man umblättern. Oh, scheiße. Gut, Optionen brauchen wir jetzt nicht. Vollbild. Hier sollte ich, glaube, 1600 mal 900 machen, oder? ...16:9 ist das die normale Auflösung. Mal schauen. Sieht das jetzt irgendwie anders aus? Ich weiß nicht. Spiel verlassen wollen wir nicht. Wir laufen weiter. Krankenhaus.
Oh, hier ist jemand. Hallo, bleib stehen. Bleib stehen. Gas. Oh, hallo du. Ich bin Gas, Chef und Besitzer der Kneipe zum Sternenfall. Okay. Ist das deine Kneipe hier? Was ist das für ein Fragezeichen? Kalender. Montag. Erster Tag im ersten Jahr. Luis hat Geburtstag. Vincent hat Geburtstag. Eierfest. Hallys Geburtstag. Pams Geburtstag. Shades Geburtstag. Bias Geburtstag. Emilys Geburtstag. Blumentanz. Okay. Bias. Komm mal hier rein. Hi. Abigail. Oh, stimmt ja. Ich habe gehört, dass jemand auf den alten Hof zieht. Servus. Noch mehr? Irgendwie schade, diese bewucherten Felder zu erkunden hat mir viel Spaß gemacht. Okay. So. Du bist... Willkommen bei Piers. Brauchst du Vorräte? Passt die Nackensaat, Bohnensetzling, Blumenkohlsaat, Kartoffelsaat. Oh, der hat... Oh, scheiße, hat er viele Setzlinge. Granatapfel. Apfelsetzling. Katalog. Möbel. Ornamentierten Zugriff auf alle Tapeten und Böden bequem denn von deinem Zuhause aus. Boah. Okay, das ist ein bisschen teuer, finden. Oh, hier ist ja noch jemand. Hallo. Marnie. Ah, Bürgermeister Louis hat mir gesagt, dass du gerade angekommen bist. Ich bin Marnie. Ich verkaufe Nutztiere und allerlei Hilfsmittel auf meiner Ranch. Schau auf jeden Fall mal vorbei. Okay, Marnie. So. Kann man mit dir auch so direkt reden? Hey, du bist Neo, der neue Bauer, oder? Ich bin Pierre, der Besitzer des örtlichen Gemischtwarenladens. Wenn du Saat brauchst, hier in meinem Laden ist der richtige Ort dafür. Ich kaufe dir auch deine Erzeugnisse zu einem guten Preis ab. Okay. Warte mal, hier ist eine Tür. Kann ich hier hinter? Oh, scheiße, ist das hier groß. Bin ich ein Einbrecher? Nein. Hallo, Caroline. Hey, du musst Neo sein, unter Neuankömmlingen. Ich bin Caroline. Verdammt, ist das hier groß. Was ist das? Eine Kirche? Sieht aus wie ein Altar. Altar von Joba. Was ist Joba? Wer ist Joba? Okay. Ich glaube, hier wohnt eine Sekte drin. Gibt's was zu essen? Esszimmer. Du bist nicht gut genug mit Pierre und Caroline befreundet, um ihr Schlafzimmer zu betreten. Du bist nicht gut genug mit Abigail befreundet, um ihr Schlafzimmer zu betreten. Okay. Ja, bist du? Lea. Hallo. Es ist nett, dich kennenzulernen. Siehst aus wie Robin, oder? Caroline, mein Mann und ich führen den Gemischtwarenladen hier. Ach, du bist der Mann von... die Frau von Pierre. Sie ist sehr... Ach, Abigail, eure Tochter. Ach, sie ist sehr blass mit violetten Haaren. Na gut, zu verkaufen. Was gibt's denn hier? Rucksackverbesserung. 24 Plätze. 500. Ey. Nicht jetzt. Okay, ich muss Geld verdienen. Ich möchte einen Rucksack. Schauen wir mal noch ins Krankenhaus. Hier ist niemand. Hallo.
wohl geschlossen. Ich kann hier rein. Wow. Okay, Computer. Wo gibt's die Medikamente? Keine Medikamente. Du bist nicht genug mit Harvey befreundet. Und sein Schlafzimmer, der schläft im Krankenhaus. Alles klar. Sartropf Saloon. Oh, hier ist eine Oma. Hallo, Oma. Evelyn. Ah, hallo und willkommen in unserer kleinen Gemeinde, mein Kind. Du kannst mich Oma nennen, wenn du willst. Ah, Oma Evelyn. Alles klar. Und? Kommt er nicht aus seiner Hütte raus? Was ist das? Hallo Hundi. Oh, hier ist noch jemand. Wer bist du denn? Maru. Oh, du bist nicht gerade... bist du nicht gerade hergezogen? Ich bin Maru. Ich habe mich darauf gefreut, dich kennenzulernen. Alles klar, Maru. Wohnst du hier? Nein. Hallo? Das ist aber echt geräumig in dem Wohnwagen. Hi, Penny. Hi. Oh, ich... Wolltest du etwas? Ich glaube, das Mädel ist beschäftigt. So. Du hast Maru gerade, oder? Maru? Ja. Weißt du, in einem kleinen Ort wie diesen kann ein neues Gesicht die Dynamik ziemlich verändern. Es ist aufregend. Na gut. Habe ich schon genug Leute besucht? Ach, das ist ja der Kneipenchef. Bier, Salat, Brot, Spaghetti, Pizza, Omelette, Pfannkuchen. Ach, hier kann ich auch die Rezepte kaufen. Nein, ich brauche jetzt gerade nichts. Ich möchte Geld verdienen. Hallo Neo, ich bin froh, dich zu sehen. Du bist hier immer willkommen. Okay. Oh, ich kann hier rein. So. Das sind keine Privaträume. Du bist nicht genug befreundet um sein Schlafzimmer. Okay, das ist das Schlafzimmer. Oh, hier ist noch jemand. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Bleib stehen. Mädel, bleib stehen. Wer bist du denn? Emily. Oh, ich kann es in dein Gesicht ablesen. Dir wird es in Pelikan gefallen. Falls du nach irgendeiner Aktivität für diesen Abend suchst, schau mal in der Kneipe vorbei. Dort arbeite ich. Okay. Sehr nett. So. Oh, wir drücken jetzt weiter. Oh, hier kann man spielen. Reise des... Irgendwen. Scheiße. Zack, 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 zack.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Warum bleibt doch ein paar viele? Noch mehr? Scheiße, scheiße, scheiße. Geht weg. Gott, nächstes Level. Na, von wo kommt er? Oh. Oh, scheiße. Mist. Oh, das war nicht zum Sammeln. Na gut. Verlassen. So, haben wir eine Runde gespielt. So. Gehen wir mal hier raus. Oh, hier ist jemand gekommen. Hallo. Pam, du schaust ja böse aus. Hey Kind, ich heiße Pam. Hey Kind, ich würde dir was ausgeben, wenn ich mir das leisten könnte. Okay, du hast kein Geld. Hier ist jemand dazugekommen. Hallo, wer bist du denn? Redest du nicht mit mir? Warum redest du nicht mit mir? Hi. Alex, hey. Du bist also der neue Typ. Cool. So. Shane, ich kenne dich nicht. Warum redest du mit mir? Keine Ahnung. Haben wir jetzt schon alle kennengelernt? Das ist die Oma? Hallo? Oma will nicht mit uns reden. Na, Oma, komm her. Oma redet nicht. Ist hier jemand? Jawohl, hier ist jemand. Hallo? Gregory, es ist nervig, all diese neuen Leute kennenlernen zu müssen, nicht? Mein Name ist übrigens George. Und jetzt zisch ab. Okay. Achso. Man sieht sich. Okay, der wohnt wohl mit seiner Oma und Opa hier. Dann würde ich sagen, ich mache mal ein bisschen Ordnung jetzt weiter auf meinem Hof. Schon 19 Uhr. Da werden die Geschäfte eh alle zu haben. Bushaltestelle. Haben wir ja schon mal ein paar Leute besucht. Hier wächst alles. Hacken wir ein bisschen Holz. Vielleicht können wir uns eine Truhe bauen. Mal ein bisschen was einlagern. So. Bam, bam, bam. So, 20 Uhr. Die Sonne geht runter.
Irgendwas zicht hier. 41. Holz haben wir. Oh, unsere Energieleiste geht aber massiv runter beim Holzhacken. So. Gut, 60 Holz. 50 brauchen wir, glaube ich, für die Truhe. Gehen wir rein. Oh, hier sieht es schon dunkel aus. Ab. Ins Bett gehen. Ja. 20 Uhr. Hofarbeit 0.